Moin und willkommen zum neuen Video auf unserem Kanal. Heute wollen wir uns drei Theorien über die neueste 15. Staffel Crystallized angucken, die sich tatsächlich sogar plausibel anhören. Logischerweise wird es hier zu Spoilern kommen, wer die ersten Folgen der neuen Staffel noch nicht gesehen hat. Sollte sich, denke ich mal, zuerst die anschauen. Jetzt geht's aber los. Die erste Theorie befasst sich mit dem wohl größten Plot-Twist der Staffel bisher. Der Rückkehr von Harumi. Doch halt, ist sie nicht am Ende der 9. Staffel gestorben, als sie auf dem einstürzenden Hochhaus stand? Ich denke schon. Nicht nur wurde das von Tommy and Reason mehrfach bestätigt, sie hat in den Sets auch lilafarbene Augen, so wie die anderen kristallisierten Schurken. Und außerdem ergibt es auch keinen wirklichen Sinn, warum sie wieder auf die böse Seite gewechselt ist. Weswegen ich eher denke, dass der Crystal King sie irgendwie wiederbelebt hat. Doch ist die Frage, ob sie wirklich Rache an Lloyd und den Ninja nehmen will, oder ob sie einfach nur vom Kristallkönig manipuliert und benutzt wurde. Ich denke eher Letzteres, da die letzte Szene vor ihrem Tod sonst wirklich an Bedeutung verlieren würden. Das erscheint mir auf jeden Fall sinnvoller, als wenn sie doch wirklich den Hochhauseinsturz irgendwie überlebt hat und dann vom Kristallkönig gefunden wurde. Wo wir schon vom Kristallkönig reden. Kommen wir zur zweiten Theorie, der Identität des Kristallkönigs. Es wird tatsächlich fast schon als Fakt wahrgenommen, dass das Ultraböse der Kristallkönig ist. Wollen wir mal prüfen, ob das tatsächlich sein kann? Ja, Zane hat das Ultraböse vernichten geschlagen, doch nie wirklich vernichtet. Es war nie weg. Auch hier meinte Tommy and Reason einmal, dass das Ultraböse höchstwahrscheinlich noch in Ninjago ist. Es sei nur stark geschwächt und warte auf seine Rückkehr in einem neuen Körper. Nun sind seit Staffel 3 in Universe ungefähr 4 bis 5 Jahre vergangen. Genug Zeit für die wortwörtliche Definition des Bösen, wieder zu Kräften zu kommen und seine lang ersehnte Rache zu bekommen. Dafür spricht auch so ein bisschen die Farbpalette der Kristallen, der Bösewicht und so. Auch als es ein Seelenblobs-Ding war, war das Ultraböse lila. Zudem tragen auch alle wiederkehrenden Bösewicht das Symbol des Ultrabösen, was auch schon die Steinsamurai in der zweiten Staffel hatten. Bisschen weird ist allerdings die Tatsache, dass die Maske des Kristallkönigs in Setform im Großen und Ganzen die Form einer Oni-Maske hat. Ebenso wird es Lloyd und Garmadon in so Oni-Varianten geben, denen allerdings nur mit 2 Armen, was wiederum ein Rätsel für sich ist, aber darum soll es hier nicht gehen. Irgendeine Connection zwischen dem Ultrabösen und den Oni muss es tatsächlich geben, denn in Staffel 10 wurden die Oni von der Rüstung des Goldenen Meisters beziehungsweise den goldenen Waffen, abgestreckt. Möglicherweise sind die Oni und das Ultraböse auch verfeindet, auch wenn sie ähnliche Ansichten haben, könnten jedoch auch zusammenarbeiten. Darauf gehe ich allerdings gleich in der nächsten Theorie ein. Ein letzter Punkt ist die Prophezeiung des grünen Ninja aus der ersten Staffel. Dort hieß es, dass der grüne Ninja sich von den anderen 4 Ninja erheben wird und die Dunkelheit, also das Ultraböse, vernichten wird. In Staffel 2 wurde die Prophezeiung wahr, doch Staffel 3 hat da nicht mehr so ganz reingepasst, da Zane das Ultraböse für, in Anführungszeichen immer, geschlagen hat. Hier in Staffel 15 hat man also die Chance, ein 8-jähriges Plothole zu beheben. Wäre auf jeden Fall cool, wenn wirklich alles bis hin zur allerersten Staffel verbunden ist, wo wir schon vorhin von den Oni geredet haben. Erinnert sich noch irgendjemand an den Oni-Tempel der 8. Staffel? Da gab es ja diese Malereien. Da der Oni-Tempel das Gegenstück des Tempels des Lichts ist, sind das möglicherweise Prophezeiungen, so wie die Staffel 1 bis 2 Prophezeiungen im Tempel des Lichts. Seht euch mal das hier an. Das sieht doch den Rachsteinkriegern doch wirklich sehr ähnlich. Und hier daneben haben wir hier diesen Zentauren, der dem Kristallkönig in seiner wirklich ultimativen Zentaurenform zum Verwechseln ähnlich sieht. Was die Dinger hier sein sollen, ich weiß es nicht. Vielleicht sind es Oni? Oder eine Metapher für Dunkelheit, die über Ninjago hereinbricht? Ich weiß es nicht. Hier haben wir diese Oni-Maske, Oni-Gesicht, welches so in den Himmel steigt. Der stellt wahrscheinlich den Oni-Tempel dar, denn genau den, oder zumindest hat er ein riesiges Oni-Gesicht drauf, was wirklich, das hängt zusammen. Den sehen wir im Trailer zur 15. Staffel aus dem Boden aufsteigen. Dazu passt sogar auch der Ort, an dem Lloyd in der 12. Folge der 9. Staffel gebracht wird. Ne, das ist ja da beim Council des Crystal Kings, wo sich die Bösewichte mit Harumi und so versammeln, wo sie sich ihre Identität zu Lloyd revealt. Und als Zane seinen Weg dahin verfolgt, kurz bevor das Signal abbricht, sieht man doch das Auge des Urwalds.
Und genau dort befindet sich der Oni-Tempel. Hängt schon alles irgendwie zusammen, ne? Wie cool wäre es denn, wenn der Oni-Arc aus Staffel 8 bis 10, das Ultraböse, das wir zuletzt in Staffel 3 gesehen haben, und auch die erste Prophezeiung des Grünen Ninja aus Staffel 1 aufgegriffen wird, was auch schon 10 Jahre her ist. Also wie cool wäre es, wenn wirklich alles zusammenhängen würde. Hoffen wir, dass das wirklich so in ungefähr der Fall ist. Das war's dann allerdings wieder mit diesem Video. Bis zum nächsten Mal und ciao.